Moin, moin, Leute, und herzlich willkommen zur nächsten Folge The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind dabei stehen geblieben, dass uns Kalia den Auftrag gegeben hat, mit Entir zu sprechen in Winterfeste. Und das werden wir jetzt direkt erledigen. Ich bin schon mal nach Winterfeste gereist und gehen jetzt ins frostige Feuer. Es tut mir leid. Könntet ihr den Geruch beschreiben? Als ob ein schreckliches Monster explodiert wäre. Okay, hier ist jetzt was anderes, was habt ihr noch getan? Im Busch. Die Magier lassen uns nicht in die Akademie rein. Ja. Sie sagen, dass es da drin nicht sicher ist. Experimente bereits berichtigt. Ihr seht nicht gut aus. Genau aus diesem Wie fühlt Grund ihr euch? Haben die Leute ein Problem mit eurer Achso, Akademie? Achso, sagt, dass sein Paar sagt, dass die Akademie viele böse Dinge tut. Mit Anwärtern die für die... Gehört ihr zur Akademie? Ihr Götter, nein. Schon seit Jahren nicht mehr. Ich hatte Winterfeste eine Weile verlassen und bin bei meiner Rückkehr hier in der Herberge eingezogen. Und weshalb wohnt ihr hier in der Herberge? Ich bin immer noch mit meinen Forschungsarbeiten beschäftigt. Und hier in Winterfeste habe ich Zugang zu meinen ehemaligen Kollegen. Okay, alles Bis klar. Zum nächsten Mal. Mehr gibt es anscheinend ja nicht. Eine begrenzte Menge trinken. Ja, jetzt lass mich mal da durch. Oh. Manno. Viele Leute wohnen nicht mehr in Winterfeste. Wenn ihr etwas braucht, sagt. Ich suche nach Arbeit. Wisst ihr etwas? Nein, das. Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Alles klar. Also gut. Mehr gibt's anscheinend nicht. Okay, dann wollen wir mal mit Entir sprechen. Ja, was gibt es? Kalia hat mich geschickt. Kalia? Dann hat sie es endlich gefunden. Habt ihr Gallos Tagebuch? Ja, aber es gibt ein Problem. Ein Problem? Lasst mal sehen. Ah, das sieht Gallus ähnlich. Ein guter Freund, aber immer schlauer als gut für ihn war. Er hat den ganzen Text in der Fallmeersprache geschrieben. Könnt ihr das übersetzen? Nein, aber ich kenne jemanden, der es vielleicht kann. Der Hofzauberer von Markart, Kalzelmo, hat vielleicht die Unterlagen, die ihr braucht, um das zu übersetzen. Eine kleine Warnung. Kalzelmo hütet seine Forschungen wie seinen eigenen Augapfel. Es wird nicht leicht sein, ihm die Informationen zu entlocken. Okay. Kalzelmo Sprich ist so mit Kalzelmo. Seid vorsichtig, wenn ihr mit ihm sprecht. Okay. Aber könnt ihr mir vielleicht noch was zu Kalzelmo verraten? Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Scheinbar nicht. Seid vorsichtig. Okay. Dann wollen wir mal gucken, dass wir... Wir sind nach... hier, um euch eine Lektion zu erteilen. Was? Bezahlter Raub... Okay. Ja. Was ist denn bei euch kaputt, ey? Ja, was soll denn der Mist? Hier. Mal sehen, wozu ihr fällt. Oh. Ja. Ah. Das gehört mir. Oh. Ja. Genug. Ja, genug. Im Arsch, die Waldfee. Halten einiges aus, das wundert mich jetzt doch. Naja. Ich meine, mich stört das jetzt nicht. Obwohl wir nur leichte Rüstung tragen. Kontrakt. Den gucke ich mir doch einfach mal an. Vielleicht haben wir da Antworten auf die Frage, warum die uns jetzt angegriffen haben. Kontrakt. Hier ist die vereinbarte Summe. Ich erwarte, dass ihr wie vereinbart Partypnyx eine Lektion erteilt. Ihr braucht ihn nicht umzubringen, aber falls ihr euch doch dafür entscheidet, habe ich damit auch kein Problem. Una. Okay, wer ist Una? Naja, okay. Nehmen wir mal Heilung in die Hand. Und heilen uns jetzt erstmal. Dadurch stärken wir auch die Wiederherstellungsmagie. So, das sollte aber auch schon reichen. Und jetzt wollen wir mal nach Markart reisen. Hier haben wir aber leider keine Kutsche. Oh, was ist
mit der wir dorthin reisen können. So, dann wollen wir doch einfach mal auf die Map gucken und schauen uns an, wo Markarth ist. Markarth ist nämlich ganz hier drüben. Da müssen wir hin. Also reisen wir zu Katlas Hof, weil von dort aus können wir dann mit der Kutsche nach Markarth reisen. Den ganzen Weg möchte ich jetzt nicht dahin laufen. Ja, die Dämmerwacht hat mich auch schon kontaktiert. So. Ich kann euch zu jeder Hauptstadt. Möchte eine Kutsche mieten. Ich möchte nach Markarth. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Na dann mal los. Habe ich überhaupt? Doch, ich habe genug Gold. Wart ihr schon mal in Markarth? Ich konnte die ja gerade ausrauben. Die Zwerge hätten die Stadt erbaut. Ich glaub, davon deswegen ging das. So. Markarth ist die Stadt aus Stein. So bezeichne ich sie zumindest immer. Und von hier aus kann man diese Stadt sehr gut verteidigen, würde ich einfach mal behaupten. Aber wir wollen nicht lange drum rumreden. Wir gehen einfach mal in Markarth hinein. Was gibt es hier Schönes? Oh! Ich habe euch geholfen, ja? Die Abgeschworenen. Was heißt denn Abgeschworenen? Die Stadtwache von Markarth hat alles unter Kontrolle. Wir kümmern uns ab jetzt um alles. Okay. Geht weiter. Dieser Mann brüllte irgendetwas über die Abgeschworenen. Ich sagte doch, geht weiter. Diese Abgeschworenen sind nur ein Haufen Wahnsinniger. Wir haben alles unter Kontrolle. Haltet euch da raus. Naja, geht mich sowieso nichts an. Sehr richtig, so ist es. Ja, ist okay. Dann gehe ich mal. Habt ihr diesen Irren gesehen? Ein Agent der Abgeschworenen. Trottel. So. Na, wie dem auch sei. Gehen mal weiter. Hier oben ist nämlich die Festung aus Stein sozusagen. Die Festung unter Stein. Okay, aus Stein, unter Stein. Ist das nicht fast das gleiche? Aber hier müssen wir jetzt mit diesem Kaltzelmo sprechen. Was habt ihr zu verbergen, Priester? Ich verberge gar nichts. Das ist aus einem bestimmten Grund geschlossen. Die üblichen Lügen der Kaiserlichen. Erst nehmt ihr uns Talos weg und jetzt hindert ihr uns daran, unsere geehrten Toten zu besuchen. Ihr und der Jahr werdet für jegliche Störung der Totenruhe meiner Ahnen gerade stehen. Das reicht, Tongvor. Wir sind fertig. Wenn es um die Halle der Toten geht, nein, die könnt ihr nicht betreten. Was ist die Halle der Toten? Neu in Himmelsrand? Ich war auch erst verwirrt. Die Nord bezeichnen ihre Mausoleen als die Halle der Toten. Dort sind die Bewohner der Stadt beerdigt. Väter, Vorväter, Mütter, Ahnen. Wer ist denn Arkai? Arkai, einer der acht Göttlichen. Gott der Geburt und des Todes. An seinem Schrein beten die Menschen, wenn sie die Halle aufsuchen, dass seine Göttlichkeit über ihre Vorfahren auf dem Weg in das nächste Leben wachen möge. Und warum darf ich die Halle der Toten nicht betreten? Ich kann nicht darüber reden. Seid versichert, dass der Jahre jedermanns Sorgen hört. Bald werdet ihr die Toten wieder besuchen können. Okay. Ich könnte euch helfen, wenn ich wüsste, worum es geht. Na schön. Ich wollte ohnehin vorschlagen, dass der Jahre jemanden einstellt, um das Ganze in Ordnung zu bringen. Wir haben entdeckt, dass einige der Toten gegessen wurden. Fleisch wurde abgenagt und Knochen wurden zerbrochen, um an das Knochenmark zu gelangen. Bisher haben wir noch nichts und niemanden erwischt. Es ist, als wüsste der Täter, wann ich da bin. Wenn ihr die Angelegenheit ergründen könnt, wird euch die Priesterschaft von Arkai belohnen. Nehmt meinen Schlüssel und seid vorsichtig. Okay. Kannibalismus anscheinend. Wir wissen nicht, was darin ist. Oder es sind irgendwelche Nagetiere, wer weiß. Aber das würde er sicherlich rausfinden. Und du bist Kaltzelmo?
Was macht ihr hier? Die Ausgrabungsstätte ist geschlossen. Ich brauche keine weiteren Arbeiter oder Wächter. Seid ihr ein Zauberer? Ich würde gern ein paar Zauber erwerben. Ich habe euch gesucht oder Ausgrabungsstätte. Ich habe euch aber gesucht. Ich habe euch bereits gesagt, dass ich keine Wachen mehr einstelle. Warum wollen mich immer alle davon abhalten, meine Forschungen zu beenden? Idiot! Oh. Wisst ihr überhaupt, wer ich bin? Der angesehenste Gelehrte auf dem Gebiet der Dwemer in ganz Tamriel. Und ständig kommt jemand und stört mich. Es tut mir leid. Ich habe mich ein wenig in Rage geredet. Ich bin inmitten einer sehr anstrengenden Arbeit. Und ich hätte euch nicht anschreien dürfen. Wie kann ich euch helfen? Ja, man hat ja schon mich vorgewarnt. Also Enti hat mich vorgewarnt, dass dieser Mann etwas komisch ist. Aber ich habe gehört, dass ihr ein Fachmann für die alte Falmersprache seid. Dann seid ihr gut informiert. Ich stehe gerade tatsächlich unmittelbar davor, mein Hauptwerk zu diesem Thema abzuschließen. Ich nenne es Kalzelmos Handbuch zur Falmersprache. Es wird unser Verständnis dieses alten Volkes revolutionieren. Dürfte ich einmal einen Blick auf eure Arbeit werfen? Absurd. Für diese Forschungsarbeiten habe ich mich jahrelang in einigen der gefährlichsten Dwemer-Ruinen in Himmelsrand abgerackert. Ihr müsst verrückt sein, wenn ihr glaubt, ich würde sie jemandem zeigen, bevor sie abgeschlossen sind. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie den überreden, bestechen oder einschüchtern könnte. Aber er ist ein alter Mann. Vielleicht kann ich es mit Einschüchterung mal versuchen. Ist euch klar, dass mir auf das kleinste Zeichen hin die gesamte Stadtwache von Markarth zur Hilfe eilt? Diese Vorgehensweise solltet ihr besser noch einmal überdenken. Sonst findet ihr euch auf dem Henkersblock wieder. Na gut. Was verlangt ihr, damit ihr eure Meinung ändert? Ich weiß ja nicht, mit wie vielen Gelehrten ihr Umgang pflegt. Aber ich kann euch versichern, dass persönlicher Wohlstand nicht zu unseren Prioritäten zählt. Aber ich bin ein großer Bewunderer eurer Arbeit. Ich weiß eure Gefühle zwar zu schätzen, aber ich muss dennoch ablehnen. Da ihr meine Arbeit bewundert, werdet ihr sicher einsehen, dass meine Forschungen geheim gehalten werden müssen. Na, vergesst es, vielleicht komme ich später wieder. Ja, wenn meine Forschungsarbeiten abgeschlossen sind, fällt es mir sicher leichter, über meine Ergebnisse mit euch zu diskutieren. Optional beschaffe den Schlüssel zu Kalzelmos Museum. Na gut, wo könnte denn der Schlüssel sein? Na da. Naja, dann nimmt man sich halt den Schlüssel und geht einfach mal rüber. Hab ich jetzt eigentlich... was passiert hier? Nein. Was ist passiert hier? Warum steht da was? Warum schreibe ich? Ich will nichts schreiben. Wie geht das weg? All trees are not cold. Was? Warum geht das nicht weg? Scheiße. Was habe ich getan? Oh nein. Ah, okay. Schießkunst. Jetzt kann ich die Schießkunst verbessern. Hier unten schon mal einmal. Und dann werden wir doch auch gleich mal hier die ruhige Hand entwickeln. Sehr schön. Dafür haben wir uns unsere Fähigkeitspunkte aufgenommen. Dwemer-Museum darf ohne Erlaubnis des Hofzauberers nicht betreten werden. Warum darf ich nicht hinein? Weil Kalzelmo niemanden hineinlassen will. Er leitet das Museum. Er stellt die Regeln auf. Habt ihr ein Problem damit? Dann sprecht mit ihm. Ihr findet ihn tagsüber vor den Ruinen. Einfach den Tunnel herunter. Okay. Gehst du weg irgendwann mal? Kann ich ja hier um die Ecke warten und er geht irgendwie mal weg oder so.
Folgt er mich jetzt eigentlich? Nee. Hier werden bestimmt auch noch ein paar Wachen rumlaufen. Ja. Bewegen sich doch sicher gleich, wenn die aufgehört haben zu reden. Ja, jetzt bewegt ihr euch nämlich, ne? Oh, mal hier hinten hin. Oh nein. Im Namen des... Oh. Was? Warum habe ich 5 Kopfgeld? Ja, ja. So, du hast Eisenpfeile dabei, das ist sehr schön. Schlüssel zum Bremer Museum habe ich bereits. Die werden wir noch erstmal erledigen, sonst petzen sie noch, dass wir da waren. Außerdem können wir uns dann hier ein bisschen genauer umschauen. Oh oh. Objekte. Jetzt wird es Zeit, mal einen Heilungstrank einzusetzen. Oder ein paar. Die Wachen sind ein bisschen härter. Ah, das wird jetzt ein etwas längerer Fight, denke ich. Oh, die machen ordentlich Aua. Oh, steht er ja schon direkt neben mir. Trottel. Warum schießt ihr denn daneben? Okay, ich muss definitiv noch einmal Heilungstränke trinken, sonst schaffe ich das hier nicht. Ey, warum habe ich den jetzt daneben geschossen? Jo, sehr schön. 1000 Kopfgeld. Wo bist du? Mein Gott. Ja, das ist ja sehr interessant. 1000 Kopfgeld hinzugefügt. Ich hoffe. Wir sind verloren. Rückzug. Ja. So, tschüss. Ich hab, wie viel ich daneben geschossen habe einfach. Da, weil wir da. Aber eigentlich dürfte ich doch jetzt kein Kopfgeld mehr haben. Ich habe doch alle beseitigt, die mich gesehen haben. Wo habe ich denn den letzten erledigt? Da ist noch ein Eisenpfeil. Die Eisenpfeile, die ich hier so auf dem Boden liegen sehe, nehme ich natürlich mit. Brauchen wir. Stimmt noch. Der da. Ja, sehr schön. So, was haben wir hier Schönes? Gibt es hier irgendwas außer Dwemer Zahnräder und Konsorten? Schimmerpelz, yay.
Truhe leer. Warum alles nett? So. Bisschen hier hin. Schlüssel dafür. Hier haben wir nichts Tolles drin, wenn ich das richtig sehe. Ah, doch, eine Truhe. Hä? In der Mitte? Ist das neben der Mitte? Ja, aber... Ein Rubin und ein goldener Saphirring. Ja, sehr schön. Okay. Hehehe. Haben wir drauf getreten. Bewusst. Dieses Museum ist ja ganz klasse. Oh, ein Stahlpfeil. Nehme ich mit. Hier komme ich natürlich rein. Oh, ein ungewöhnlicher Stein. Begonnen. Keinen Zacken aus der Krone brechen. Okay. Bringe den ungewöhnlichen Stein zu Vex in der Diebesgilde. Alles klar. Weiß ich Bescheid. So. Expertentruhe. Wollen wir mal. Okay, auf jeden Fall in die andere Richtung. So. Schon wieder ein bisschen zurück. Ja! Sehr gut. Lohnenswert ist anders. Oh, wir sind auch eine Stufe aufgestiegen. Und wir müssen dringend unsere Gesundheit erhöhen. Das war ja gerade nicht anzusehen, sozusagen. Schießkunst können wir nicht weiterentwickeln. Wir lassen das erstmal. Ja, mit dem Schleichen, das hat nicht so gut geklappt. Das muss man ja schon mal so sagen. Aber wie dem auch sei, wir gehen weiter. Und werden uns direkt ducken. Gut, dass wir den Schlüssel geklaut haben. Deswegen können wir hier überall einfach durch. Ist hier irgendwo ein Gegner? Auf jeden Fall kann ich das... Flammen setzen. Schlüssel erforderlich, okay. Kann ich nicht durch. Was gibt es hier Schönes? Stab der Spinnenbeherrschung. Hm, nehmen wir mal mit. Oh. Ja. Okay. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich gerechnet. Ist das passiert? So. Die ganzen Seelensteine nehmen wir mit. Zwei von meinen verschossenen Pfeilen habe ich wieder. Den Rest sehe ich jetzt hier nicht liegen. Ist auch nicht ganz so schlimm. Na komm, spring da drauf. Labornotizen. Aha. Könnt ihr euch ja wieder durchlesen, indem ihr auf Pause drückt. Ich brauche das nicht. So. Alles klar. Weiter geht's im Programm. Da oben habe ich anscheinend jemanden gehört. Aber hier ist ja sonst keiner. Gehen wir mal weiter. Hab ich denn jetzt eigentlich noch das... Was war das? Kopfgeld hier. Scheiße. Zauberwächter. Okay, der Zauberwächter ist erledigt. Schlüssel zu Kalzelmos Labor. Ja, sehr schön. Ach, ist das vielleicht der Schlüssel für hier hinten? Oh! Hilfe! Wo kommt der denn auf einmal her? Jo, tschüss. Arrivederci. Oh. Ja, den Schlüssel habe ich jetzt schon. Zack. Ja, hier ist jetzt offen. Kann ich jetzt hier weiter? Von der anderen Seite verriegelt. Okay, ich muss tatsächlich hier durch. Oh, wo kommt er denn jetzt her? One-Shot? Really? Oh, geil. Okay, wir schleichen wieder. Dann sehen die uns nicht direkt, obwohl der jetzt One-Shot war.
möchte ich mich nicht darauf verlassen, dass das bei allen auch so ist, weil gerade eben die zwei, die waren nicht One-Shot und den einen habe ich im Schleichen getötet. Oh, jetzt habe ich die Laterne mitgenommen. Ich trottel. So, die Laterne werden wir direkt wieder wegschmeißen. Weil die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Okay. Gehen wir mal hier entlang und gucken uns mal hier um. Hier ist auf jeden Fall keiner. Ist hier Gold irgendwo? Scheint mir im Moment noch nicht. Nein, hier ist auch sonst nichts Interessantes. Ist das hier noch was? Kann man da noch rein? Ja, kann man, aber da ist irgendwie nichts. Naja, so, was haben wir hier? Das sind immer Schlafgemächer, so wie es ausschaut. Lavendel nehmen wir mit. Dwemer-Kommode, okay. Dwemer sind die Zwerge. Und das Goldene, alles so Metallische, ist im Prinzip, was Truhen und Einrichtungsgegenstände angeht, alles so von den Dwemern. Von dem auch jetzt hier die Balken und sowas alles stammen. War wohl mal eine alte Zwergenstadt hier. Oh. Das ist gut. Diese Rollen nehme ich gerne mit, wenn ich die sehr selten einsetze. Aber was man hat, das hat man. Ne? Tollkirsche. So. Geschichte. Ah, das bringt nichts. Ah, ein Geldbeutel. Aber das schließen wir hier auf. Okay, so. Ja, sehr gut. Was ist das hier drin? Zwerge. Brauche ich nicht. Bringt nichts. So, dann weiter im Programm. Als nächstes gehen wir hier rechts, weil das ist der einzige Weg, den wir noch nicht gelaufen sind. Aber hier gibt es bestimmt wieder Gegner. Werden wir bestimmt... Ja, hier sind Zauberwächter. Jawohl, haben mich nicht entdeckt. Ich könnte schön draufschießen und die haben Pfeile dabei. Das ist super. Super. Pfeile kann man halt, wie gesagt, immer gut gebrauchen. So. Das geht doch bestimmt an, wenn ich daher latsche. So, gehen wir doch mal hier unten lang. Was gibt es hier? Oh, ich glaube, da kann ich nicht rein. Was passiert hier? Was passiert denn hier? Krieg ich Schaden, wenn ich durchlaufe, ne? Ja. Stadtwache, den beklauen wir nochmal so ein bisschen. Und jetzt geht's weiter. Müssen wir wohl doch hier oben her, weil hier unten konnten wir nicht lang. Gehen die Dinger an? Ich hoffe nicht. Bitte nicht. Beschädigte Bücher brauchen wir nicht. Ah, das gefällt mir eigentlich gar nicht, an diesen Dingern vorbeizulaufen, weil die one-shotten einen, also die machen einem ohne Wenn und Aber tot. Truhe Meister. Ja, alles klar. Probieren wir es. Nein. Ich muss mir unbedingt merken. Okay, also weiter. So. Auch nicht. Das ist schon zu weit gewesen. Dann würde ich sagen, so. Jawohl. Sehr schön. Ja. Gelohnt hat sich's nicht, außer für die Erfahrungspunkte, die wir dafür gekriegt haben. Ansonsten war es nicht lohnenswert. Ja? Okay, hier kommen wir wahrscheinlich von der anderen Seite nur wieder hoch. So. Was haben wir hier oben?
Raum. Diese Leer. Ah, da sitzt jemand. Oh, das gibt's doch nicht. Da ist da noch zwei Leute. Nein, hier ist keiner. Oder komm hier vorne reingelaufen. Du Zauberwächter. Und kaputt. Sehr schön. Alles klar. Die rauben wir jetzt noch aus. Du hattest doch auch was. Du hattest doch auch einen Bogen dabei. Wo sind deine Pfeile? Ach Manu. Schade. Kriegen keine Pfeile von. An dieser Stelle gucken wir noch einmal durch den Raum durch. Aber hier scheint nichts Außergewöhnliches irgendwie zu sein. Na doch, hier noch ein. Ein Skelett. Hat Gold. Und noch ein Geldbeutel. Das hat sich gelohnt. Gut. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, macht am besten einfach gar nichts. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst ein Abo da. Und ich würde einfach mal so sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. The Elder Scrolls 5 Skyrim. Bis dahin. Ciao.